Hallo zusammen, ich wollte euch heute mal die neue R5C vorstellen. Das ist die erste Hybridkamera von Canon. Also bei dieser Kamera wurde ganz bewusst darauf geachtet, dass man eine Video- und Fotokamera in ein Gehäuse integriert. Somit hat die Kamera sogar am An-Ausschalter die Möglichkeit, dass man auf Video und auf Foto stellt und somit zwei unterschiedliche Betriebsmodi hat. Die Kamera wurde entwickelt auf Basis der R5 und um Videofunktionen erweitert. Somit hat sie eine Kühlung, damit ist die Aufnahmezeit nicht mehr begrenzt. Durch den eingebauten Image Stabilizer in Kombination mit den RF-Optiken ist problemloses Drehen aus der Hand möglich. Die R5C ist eine kleine, leichte Kamera, die überall dort eingesetzt werden kann, wo kleine, flexible Lösungen benötigt werden, wie zum Beispiel als Action-Cam in der Drohne, wenn man mal eben was aus der Hand oder mit einem kleinen Gimbal drehen möchte. Dafür ist diese Kamera super geeignet, speziell da das Gehäuse noch nicht mal 700 Gramm wiegt. Man sieht es der Kamera nicht an, aber in diesem kleinen Gehäuse hat man die Möglichkeit 8K, 30p und mit externem Strom sogar in 60p RAW aufzunehmen. Und da gibt es sogar drei unterschiedliche RAW-Modi, Standard, LT und HQ. Kleiner Unterschied zur R5 ist auch, dass ein anderer Blitzschuh hier eingebaut ist. Der hat noch zusätzliche Kontakte, damit man einen Adapter da draufsetzen kann von Tescam, mit dem man auch XLR an der Kamera adaptieren kann. Hier an der Seite hat die R5C einen Timecode-Port, der elementar wichtig ist, wenn man die Kamera im Multikamera-Setup einsetzt oder auch für externen Ton. Das Akkusystem der R5C ist das gleiche, wie man das schon auch aus der 5D Mark III, 5D Mark IV oder aus der R5 kennt. Die R5C hat den Canon Dual Pixel CMOS AF eingebaut, ein sehr zuverlässiges Autofokus-System, wo man Eye-Tracking, Face-Tracking, aber auch unterschiedliche Ansprechverhalten einstellen kann. Man kann auch den Focus Assist einstellen, also wo man eine Anzeige bekommt, wo sich die Schärfe befindet und dann händisch noch den Fokus ziehen kann. Die R5C ist eine tolle, kleine, vielseitige Kamera, bei welcher die Bildqualität State of the Art ist. Und sie wird ab Mitte März im Handel verfügbar sein.